Fünf Lawinen und mindestens drei Verletzte gab es heute in Vorarlberg. Die Gefahrenstufe liegt im Land derzeit bei 3, also erhebliche Gefahr. Gebhard Babisch, Landesleiter der Bergrettung. Wie verhält man sich denn beim Skifahren oder Tourengehen richtig bei so einer hohen Warnstufe? Bei einer so hohen Warnstufe muss ich sagen, dass unerfahrene Leute abseits gesicherter Pisten eigentlich sich nicht mehr aufhalten sollten. Lawinenkundliches Beurteilungsvermögen, wie das so ganz kurz und prägnant heißt, hat eigentlich eine jahrelange Erfahrung hinter sich und auch erfahrene Leute können sich da irren. Man muss schon sagen, es ist zurzeit erhebliche Lawinengefahr, aber ist das, was man so im Skitourenbereich, im Bergretterbereich als einen gespannten Dreier anschaut, also das in diesem ganzen Spektrum 3 eher am oberen Ende. Und das haben auch die Gefahrenzeichen, die man in der Natur sieht, die ich selber beim Lawineneinsatz in der Madonna gesehen habe, sind deutlich vorhanden. Warum ist es denn derzeit so gefährlich in den Bergen? Ja, wir haben einen relativ ungünstigen Schneedeckenaufbau. Der Starkregen, den wir gehabt haben, hat verharschte Schneedecken zurückgelassen. Es hat wieder geschneit, es hat sehr viel gestürmt. Wir haben sehr viel Triebschnee, beladene Hänge. Also ist momentan sehr tückisch, die Lawinengefahr auch richtig einzusehen und auch sich richtig zu verhalten. Da auch gleich die Frage, wenn jetzt eine Lawine abgeht, wie viel Zeit bleibt einem, der verschüttet wurde, und was kann er tun? Ja, nach der Statistik sinkt die Überlebensrate nach 15 Minuten drastisch ab. Das heißt, nach 15 Minuten geht einem irgendwann die Luft aus. Da geht die Überlebensrate von 90% retour auf 40%. Also die Lawinengefahr ist eine Lebensgefahr und das muss man sich wirklich vor Augen halten. Deshalb hilft eigentlich bei dieser Warnstufe, die wir jetzt haben, wenn es auch nur im Schulnotensystem ein Dreier ist, nur ein äußerst defensives Verhalten im Gelände. Und wir dürfen nicht vergessen, die Lawinengefahr steigt exponentiell an. Das heißt, eine Lawinenwarnstufe 3 ist schon doppelt so gefährlich wie 2. Also nicht nur wie in der Schule, ein Dreier geht auch noch. Ein Dreier ist schon sehr eine Situation, die mit Bedacht und sehr defensivem Verhalten beurteilt werden sollte. Jetzt lag der Verschüttete in Lech 1,5 Stunden unter der Lawine. Was sagen Sie als Experte dazu, dass der also lebend herausgekommen ist? Ich danke Gott und er hat Glück gehabt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das sind absolute Einzelfälle und die haben eigentlich nur statistische Auswirkungen. Der Betroffene selbst sollte sich schon bewusst sein, dass er da gegen alle Regeln der Statistik überlebt hat.